Da werden erstmal die Schweißperlen ein bisschen abgetrocknet. Jo. War das eine Hitze? Ja, auf jeden Fall. Also heute sehr warm. Heißeste Rennen, nicht nur wegen den beiden Damen. Heißeste Rennen in der Saison bis jetzt, glaube ich. Auf jeden Fall. Ich habe mir die Überleitung gespart. Du stehst mit zwei Ladies auf dem Podium, Herr Laut. Ja. Trotzdem haben deine Teamkollegen schon gesagt, Testosteron, ganz weit vorne bist du gefahren, mit teilweise bis zu 7 Sekunden Abstand. War das für dich gar keine Gefahr? Ja, wir hatten einen guten Start, sind gut weggekommen, haben uns, glaube ich, zweite Kurve noch so ein bisschen gehabt und dann konnte ich mich nach und nach absetzen. Bisschen spannender wurde es im Kopf zumindest erstmal durch die Safety-Car-Phase, ging dann aber auch wieder ganz gut weg und ja, denke, gutes Rennen gefahren, wollte eben in die Mitte stehen zwischen den beiden. Was für ein Comeback bei dir, Cora. Das erste Mal wieder im Wagen gesessen und schon auf die 2 gefahren. Wie ging es dir da draußen auf der Strecke? Ja, also für mich waren das in erster Linie jetzt, wie gesagt, erstmal Kilometer und ja, ich konnte mit dem Dirk nicht sofort mithalten, dann hat es eine Zeit lang mal gut geklappt. Dank der Safety-Phase hatte ich dann wieder ein bisschen Anschluss gefunden, aber da konnte ich noch nicht mitstinken, da muss ich noch ein bisschen fahren. Zwischendurch hat Victoria mächtig Gas gegeben von hinten und ich muss mich erstmal ein bisschen frei fahren und dann bin ich aber relativ schnell zügig gut in den Rhythmus gekommen und ich denke mal, dass die Zeiten ganz ordentlich waren. Ja, das war sehr solide für deinen ersten Einsatz, also Glückwunsch dazu. Victoria, bis dato warst du die einzige Frau im Feld. Jetzt hast du mit Cora da draußen eine Konkurrentin und ihr habt euch ordentlich gebettelt. Ja, das haben wir. Ist doch gut, oder? Das belebt auf jeden Fall das Geschäft, ne? Auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, vielleicht haben wir ja sogar noch ein bisschen mehr Quote oder so, wenn sich zwei Frauen auf der Strecke so ein bisschen bekämpfen. Ich glaube, das tut allen ganz gut. Ich habe deine Mami gesehen mit dem Maskottchen, mit der kleinen Bulldogge von Minnie. Die hat die gequetscht und die hat die bearbeitet, dass du es schaffst. Ist noch ganz. Ist noch ganz und du hast aufs Podium geschafft. Ist das für dich dein Tagesziel, was du erreicht hast? Ja, also weiter vorne wäre schon schön gewesen, aber morgen ist auch noch ein Tag.